Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder dem Schuhwidu YouTube-Kanal widmen möchten. Wir haben heute oder ich habe heute wieder ein ganz interessantes Thema und zwar, welche Fehler einem beim Online-Shopping passieren kann, was natürlich im Laden oder im Fachgeschäft jetzt weniger passieren würde, aber einfach so mal ein paar kleine Dinge, die euch, wenn ihr schon mal Online-Schuhe gekauft habt, bestimmt auch passiert sind. Und ich gehe mal im Näheren auf zwei Beispiele mit ein. Ich würde mich freuen, euch zu sehen. Dann also bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen und die sich natürlich für das Thema Kinderschuhe, Kinderfüße interessieren. Da sage ich auch nochmal, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Zeiten oder die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass der Online-Handel stetige Zahlen oder stetig wachsende Verkaufszahlen zu vermelden hat. Nun hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen schon mal versucht oder macht es auf Dauer, Kinderschuhe online zu erwerben. Nun ist es dann natürlich auch, ich sag mal, für uns Fachhändler nicht immer so unbedingt einfach, weil wir natürlich das schon merken, dass viele Eltern aus Zeitgründen, Wegegründen, sage ich jetzt mal, Preisersparnis spielt ja auch mit einer Rolle, aus all diesen Gründen vielleicht dann doch das eine oder andere Mal oder stetig im Online-Handel Kinderschuhe kaufen. Wir haben natürlich dann auch immer tagtäglich mit diesen Ergebnissen, mit denen die Eltern dann sozusagen zu uns kommen, zu tun. Und wir werden auch nicht müde, darauf hinzuweisen, dass es ja doch Sinn macht, sich doch mal im Fachgeschäft richtig beraten zu lassen. Das versuche ich jetzt mal an zwei Beispielen Ihnen darzulegen. Ich hatte in den letzten Tagen eine Kundin gehabt mit einer kleinen Maus hier im Laden. Die hat wunderbare Schuhe bei mir erworben von dem Lieferanten Frodo und hat sich für einen schlankeren Schuhtyp entschieden. Ganz einfach, weil die kleine Maus auch einen schlankeren, sprich zwischen mittel- und schmal gelegenen Fuß hat. Nun reden wir ja auch immer von Weite, von Breite und so weiter und so fort. Das heißt, ich sage mal auch die Sichtweise eines jeden Verkäufers auf den Fuß, ob ich jetzt sage, der ist schlank, der ist schmal, der ist mittel, der ist weit, der ist breit, liegt immer im Sinne des Betrachters. Wenn Sie also, ich sage mal sozusagen, drei verschiedene Geschäfte besuchen, kann es sein, dass Sie auch drei verschiedene Äußerungen oder annähernd gleiche Äußerungen bekommen, je nachdem, wie der Fuß gesehen wird von der Fachfrau. Das gibt es aber immer, denn ich sage dann auch immer wieder gerne, es gibt nicht nur das eine Rezept für Schwarzwälder Kirschtorte, sondern da gibt es verschiedene Ablegungen. Und je nachdem, wie ich auch meine Bolognese unterschiedlich kochen kann, wird es immer eine Bolognese bleiben. Und genauso ist ein Fuß immer ein Fuß, ein mittlerer, ein schlanker oder ein breiter. Aber die Sichtweise darauf unterscheiden sich halt immer. Kommen wir zurück zu unserer lieben Mama von der kleinen Maus. Mama war dann total unglücklich, weil Papa hat sozusagen eine niederschmetternde Wertung für die Farbe des Schuhs abgegeben und brachte uns den am nächsten Tag wieder. Und natürlich hat Mama auch die Zeit am Abend genutzt und hat mal im Internet recherchiert und kam dann sozusagen mit dem Handy an. Gucken Sie mal, den würde ich dann gerne nehmen wollen. Im Endeffekt war es dann gewesen, dass sie praktisch diesen Schuh von Frodo im Internet erspäht hatte, in ihrer Wunschfarbe, Altrosa. Und sie jetzt der Meinung war, ne, das ist doch von Frodo. Ich habe doch jetzt auch Frodo und dann können wir das doch bestellen oder umtauschen und so weiter und so fort. Und da habe ich dann gesagt, den habe ich ja auch da, zwar in einer anderen Farbe, aber glauben Sie mir, wir haben auch Gründe, warum wir diesen Schuh nicht für die kleine Maus mit angeboten haben, weil nämlich Mäuschen in so einem Schuh auch wieder von Frodo viel, viel besser drin steht. So, für den Laien noch mal ganz kurz zum Zusammenfassen. Schuh ist nicht gleich Schuh. Größe ist nicht gleich Größe. Schuh von einem Lieferant fällt nicht immer gleich aus. Und das zeige ich euch hier gerne noch mal alleine von der Optik her. Müsste es soweit eigentlich auch jeden einleuchten, zumindest wenn man es im Vergleich sieht, dass das an einen anderen Fuß passt wie dieser. Ich mache es noch mal ganz klar und deutlich. Ich habe auch wieder hier die Sohlen herausgeholt. Und ich glaube, hier sieht man es noch mal besonders schön.
dass der Schuh, dieser hier jetzt, also vom Auftritt her viel, viel schmaler ist als der Pikes von, Entschuldigung, von Frodo, der arbeitet hier nicht ganz mit, als der Pikes von Frodo, der eine viel breitere Zehenbox hat als dieser. So, demzufolge ist der natürlich für den schlankeren Fuß besser geeignet als der Pikes. Ganz einfach, wenn ich hier einen Überstand habe, das heißt, ich habe Luft im Schuh, wackelt mein Kind nur rum wie die Ziege im Melkeimer. Und das wollen wir natürlich nicht. Auch wenn Frodo eine schöne, detaillierte Beschreibung der Schuhe im Internet mit hat, heißt es aber noch lange nicht, wenn Sie einmal einen Frodo-Schuh gekauft haben, dass dann eine andere Serie oder ein anderer Leisten genauso gut an dem Fuß Ihres Kindes passen würde, wie in dem eben beschriebenen Fall. Wir haben uns dann also letztendlich darauf geeinigt, den Schuh mit der nicht so gut angenommenen Farbe haben wir gerne natürlich wieder zurückgenommen und Mama hat sich sozusagen diesen tollen Schuh für Mäuschen mitgenommen. Tolles Ergebnis, muss ich sagen. Der Schuh saß perfekt. Die kleine Maus ist drin gelaufen. Wir haben einen wunderbaren weichen Schuh, genauso wie der Pikes auch ist und wie die Schuhe von Frodo generell sind. Und demzufolge konnten wir eine Kundin wieder glücklich und zufrieden aus unserem Hause sozusagen verabschieden. So, Beispiel Nummer 2. Hier handelt es sich auch wieder um unseren besagten Lieferanten Frodo. Beispiel 2 handelt davon, dass eine Kundin praktisch im Internet Schuhe bestellt hat, weil, ich sag mal, Kostenfaktor und so weiter und so fort. Es können ja auch mal günstigere, gebrauchte Schuhe sein, die immer in einer sehr guten Erhaltung im Internet angeboten werden. Und natürlich sind auch hier, ich sag mal, viele Verkäufer auf den Trichter gekommen, ich schreibe Barfußschuh dahin und schon verkauft sich das automatisch besser. Ja, muss ich sagen, ist leider nicht immer so der Fall, denn nicht jedes Modell, was auch Frodo zum Beispiel anbietet, ist zum Beispiel ein Barfußschuh. Für mich immer noch die große Unterscheidung, muss ich immer sagen, die Barfußschuhe sind für mich immer anatomisch korrekt gearbeitet, sieht man auch meistens immer an der Sohle. Das heißt, dass ich auch hier wirklich eine fast gerade Großzehenlinie habe und nicht so wie bei den klassischen Schuhen, da wo hier schon durch die Krümmung Platz für den großen Zeh und innerhalb der Zehenbox schon verloren geht. Die anderen Merkmale sind natürlich auch wieder hier die super flexible Sohle, dass wir keine Fersenkappe haben, dass wir eine absolute Nullsohle zum Beispiel haben. Und natürlich immer wieder, ich sage es wieder, die schöne, ausgelegte, ausgearbeitete, fast anatomisch korrekte Zehenbox. Also Schuhe, Kinderschuhe, klassische Kinderschuhe, zum Beispiel wie der Pikes von Frodo, ist kein Barfußschuh, auch wenn er super flexibel ist, weil auch hier, ich zeige es nochmal, geht leider Platz verloren. Ich habe auch hier eine geformte Innensohle, die bei klassischen Barfußschuhen eigentlich weniger vorkommt, weil das widerspricht sozusagen dem Barfußlaufen. Obwohl das, ich sage es mal, dem Kinderfuß nicht schaden würde. Wir richten keinen Schaden damit an. Es ist halt nur der bessere Komfort, der bessere Sitz hinten. Da, wo die Ferse ja sowieso schmaler wird im Fersenbein, da soll dann hier also praktisch dieses hochgezogene Stück ein bisschen mehr Komfort vermitteln. Leider spricht auch hier wieder dagegen, dass zum Beispiel der Schuh von Frodo hier einen Puffer hat. Dieses Polster garantiert also nicht, dass es ganz, ganz ebenerdig ist. Ich habe eine minimale Erhöhung, ich sag mal, die hier wirklich bloß minimal ist. Ich sag mal, lassen Sie es ein Millimeter sein. Aber trotzdem, es ist nicht die absolute Nullsohle. So, auch hier konnten wir der Dame weiterhelfen, der Mami, und erstmal sagen, die tollen Schuhe, die sie da im Internet erworben hat,
waren leider zu 90% alle keine Barfußschuhe, wie sie sich das erhofft hatte. Das wäre ihr sozusagen bei einem Gang ins Fachgeschäft erspart geblieben, weil wenn sie auf Barfußschuhe plädieren und diese wünschen, dann zeigen wir ihnen auch nur solche. Und wir können es ihnen auch ganz gut und gerne erklären, was die einzelnen Unterschiede sind. Handelt es sich jetzt um ein Barfußmodell, ja oder nein? Sie sehen, mein Plädoyer für den Fachhandel könnte nicht größer sein. Ich kann es immer wieder nur sagen. Und dadurch, dass wir ja solche Fälle aus unserem Verkaufsgeschehen immer mal mit aufgreifen, wo ich auch sage, das sind bestimmt jetzt keine Einzelfälle, bin ich der Meinung, damit regen wir vielleicht doch mal den einen oder anderen an, seine Verkaufstechnik oder sein Einkaufsverhalten ein bisschen zu überdenken. Also der Fachhandel wird es euch danken. Den Handel gibt es ja nur, wenn Kunden auch dort kaufen. Und so ist es eben halt, wenn alle nur noch online kaufen, wird auch irgendwann sozusagen der Fachhandel wegsterben. Und das wäre doch alle sehr, sehr schade. Ich sage mal, gerade weil man im Bereich der Kinderschuhe so viel verkehrt machen kann. Aber nicht muss, wenn man weiß, worum es geht. Oder was man verhindern möchte. Ich danke euch. Einen lieben Gruß an dieser Stelle an unsere Abonnenten, die ja immer gleich von vornherein mit ihrem Glöckchen Bescheid bekommen. Und alle anderen, die das Thema Kinderschuhe, Kinderfüße interessiert, abonniert doch einfach den Kanal. Dann seid ihr immer sofort auf Up-to-Date und immer auf den Laufenden und bekommt immer eine kleine Mitteilung, sobald die Frau Nowak wieder was Tolles, Interessantes eingestellt hat. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.